Ei, du kannst es dir nicht ausdenken, Alter. Da testet man direkt nach dem Stream einfach nochmal den Spot, den wir hier zuletzt im entspannten Freitagsstream hier beangelt haben. Und auf einmal rasselt da irgendwas Dickes rein. Unglaublich. Ich habe mir gerade noch schön mit einer Hand schnell was zwischen die Kiemen geschmissen und mit der anderen Hand so halb AFK im Drill gewesen und Rabams geht auf einmal er hier rein. Ich weiß gar nicht, was das ist und ich sehe schon gerade, ich vermute, ich müsste gleich hinterherfahren, so wie das hier aussieht. Ich setze mich schon mal hin und jetzt, wo der noch so viel Action hat sozusagen, versuche ich gleich einfach mal den Motor zu starten und hinterherzufahren. Das ist ja wild hier, ey. Das ist ja wild auf 15 Kilo Vorfach. Ich hoffe ja nicht, dass er gleich einfach diesen hier macht und durchbeißt. So, jetzt kommt hier die Action. Sind so ein paar Kopfschläge dabei. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Lachs oder sowas. Das wäre ja dann recht entspannt. So, jetzt müssen wir abstellen. Aufmachen. Und ich bin drin im Trollingern. Oh. Und ich bin drin. So. So. Jetzt lang. Hinterherziehen. Kurbel, 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 Kurbel. Das ist natürlich jetzt gerade auch wieder ein leichter Nachteil bei der Rolle. Sie kurbelt so langsam. Aber wir müssen dann halt so ein bisschen zickzack. Oh, 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 oh. Fahren, dass wir da hinterherkommen. Oh, oh, oh. Ich will halt nicht hier diese ganzen. Die Kopfschläge. Gucke mal, Alter, wie krass, kurbel schneller, Alter, kurbel schneller. Kurbel, 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 kurbel. Heiligsblechle. So. So, solange er abhaut, ist alles schön. Wenn er Gas gibt, so soll das sein. Dann kann ich immerhin schon schön auf Spannung hinterherfahren. Wenn er jetzt in meine Richtung schwimmt, dann ist schlecht. Dann, ja, keine Ahnung, was ich dann mache. So schnell kann ich halt nicht kurbeln mit der langsamen Kurbel hier. Die Full Metal vom Weihnachtsmarkt. Super Gerät, aber tatsächlich halt eine langsame Übersetzung. Ach, ja, ey. Und ich habe noch gesagt im Stream, Alden, ich probiere gleich mal hier schön nochmal auf dem Quicker. Ich nehme einfach mal den grünen Quicker, Alden, habe ich noch gesagt. Zack, gesagt, getan. Und was haben wir jetzt hier dran? Rabams, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe wirklich keine Ahnung, was es ist. Ich hatte gerade zuletzt schön noch einen einigermaßen schmackhaften Zander. Dann war hier noch natürlich auch noch mal ein Saibling dran. Die laufen ja gerade hier sehr, sehr gut. Und ich zeige das aber gleich auch noch mal an der Map, wo ich jetzt die ganze Zeit stand. Auch das Setup zeige ich dann gleich im Detail noch natürlich. Ja, aber mit sowas rechnet man ja eigentlich jetzt nicht hier, ey. Was hat er denn hier? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Es ist natürlich schön, dass er dann nach da hinten hin abgehauen ist. Und nicht in die andere Richtung. Dann wäre er ja nicht mehr zu stoppen. Aber ich habe ja auch quasi hier in diese Richtung geworfen. In Richtung der City da vorne grob habe ich ja geworfen. Und dementsprechend haut er natürlich dann auch in diese Richtung hier ab. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Vor allem habe ich ja vorher nochmal, zum Glück vorher nochmal das Vorfach erhöht. Ich war hier die ganze Zeit unterwegs mit einem 9, Vorfach. Und jetzt gerade nochmal das Vorfach erhöht auf 15, müsste jetzt dran sein. 15 Kilo Hauptschnur, 15 Kilo Vorfach. Und ja, das Ding ist einigermaßen wild, ey. Komm hier. Mann, 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 Mann. Und auch keine Chance zu bremsen, ey. Keine Chance, da irgendwie ihn zu stoppen. Das geht jetzt einfach nur über die Zeit und über den Drill. So, gucken, dass wir ihn hier... Ist der schon in der... Der ist sogar schon in der Nähe hier. Ja, wir sind ja von der Schnur schon fast eingekurbelt. Viel haben wir nicht mehr. Soll ich meinen Motor anhalten?
weiß es noch nicht, ey. Ich glaube, so richtig gestoppt oder gehoben kriege ich noch nicht. Vielleicht ist er auch einfach zu schwer. Das ist halt natürlich jetzt das Risiko, wenn er... Wenn ich jetzt anhalte, dass ich ihn dann nicht kriegen würde. Komm, ich halt ab. Ah, oder? Na, komm, ich halt jetzt an, oder? Ich halte jetzt an. Motor aus. G gedrückt. Motor ist aus. Und jetzt gibt er einfach Gas und schwimmt in die andere Richtung wieder zurück. Ja, danke schön. So, Bremse wieder eins hoch. Ei, 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 der hat einfach richtig Bock noch. Und ich habe keinen Schimmer, was es ist. Ob das ein Lachs ist, ey? Guck mal, wie der abgeht. Wie der abgeht, wenn er will. Ach, krass. Ach, wie krass. Ja, nicht schlecht, ey. Einfach mal hier schön mit dem Quicker auf einigermaßen leichtem Setup. Ich meine, die Saiblinge sind ja schon ganz gut reingeballert, ne? Die Saiblinge haben ganz gut Ergebnis gebracht. Die, ja, die Zander waren auch gut. Direkt auf grünen Schaumgummi, die Zander. Das war auch nicht verkehrt. Und jetzt so was hier. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, Alter, vielleicht ist er ein Zander. Aber der zieht ja ganz anders wild ab hier. Vor allem auf diesem doch jetzt deutlich dickeren Vorfach alles. Den deutlich schwereren Set. Kann ich noch einen höher gehen? So, jetzt noch ein höher von der Bremse. Ruhig bleiben. Jetzt einfach ziehen. Locker ziehen, locker ziehen, locker ziehen, locker ziehen. Da kommt schon was an. Da kann man noch was sehen. Nein, ist da auch getaucht. Da war doch schon was zu sehen. Jetzt. Komm. Einfach nur, um zu wissen, was es schon mal ist. Einfach nur, um zu wissen, was es ist. Ach, come on. Was ist es? Ei, 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 ei. Na, habt ihr schon Wetten abgegeben, was es ist? Ei, 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 ei. So. Und jetzt locker, 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 locker. Und jetzt langsam wieder hochziehen hier. Komm, 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 komm. Und langsam ziehen. Jawohl. So, jetzt lässt er sich gut ziehen. Es sind ich. Ja, kaum noch Meter draußen. 15, da. Nee! Alten Stör oder was? Guck mal hier! Nen baltischer Stör oder was? Auf Jig? Das ist ja wild! Wer will den denn? Dicker, fetter baltischer Stör! Mit seinen dicken Barteln hier und so! Alter! Ach, krass! Das ist ein Ding! Ne, da hätte ich ja jetzt mal gar nicht mit gerechnet. Mann, 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 Mann. 16,4 auf diesem Setup. Oh, den hat er aber gut rangenommen hier. Der war ja noch frisch. Nee, doch. So sieht das Setup aus. 15 Kilo Schnur, 15 Kilo Vorfach. Naja, nicht mehr so ganz 15 Kilo, ne? Ei, ei, ei. Auf der Wechsler. Schön mit dem Wecki, mit dem Quicker. Krass. Einserhaken. Ja, Hammer, ey. Das ist ja ein Ding. Also, ich würde sagen, wir fahren mal eben kurz zur City. Und dann gucken wir gerade nochmal in den Kescher rein. Ja, 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 die Möwen. Schreit mal nicht so rum hier. So. Und mal eben runter hier vom Boot. Also, gucken wir mal rein. Das war ja das Ergebnis sozusagen aus dem Stream. Jetzt habe ich gerade erstmal schön ein bisschen was schnabuliert.
werf wieder raus, was passiert? Bam! Baltischer Stör, kannst du nicht ausdenken. Abgefahren. Aber eben auch, wie gesagt, hier dicke, fette, schöne Zander. Auch der schon hier auf dem Quicker. Auch nicht verkehrt. Dicker, fetter Zander mit 6, Kilo. Und was natürlich auch sehr, sehr geil ist, auf dem Schaumgummi 03 war doch auch der Grüne, wenn mich nicht alles täuscht. Schaumgummi 03, genau, ist der Grüne. Auch da die Saiblinge. Achso, hatten wir hier irgendwas im Café? Nö. Ribusmarin und Stinte und natürlich ein Traum. Leider nicht der Ludoga-Saibling. Der wäre es natürlich gewesen jetzt, ne? 7 Kilo Ludoga-Saibling, hätte schon geschmeckt. Nichtsdestotrotz, in Gänze, wenn wir jetzt mal eben kurz nach Preisen sortieren, der ist natürlich jetzt ein bisschen außerhalb der Wertung, ne? Den will man ja nicht wirklich gezielt haben. Nichtsdestotrotz sind natürlich hier die Saiblinge mit fast 50 Silber, der Zander mit 6, oder fast 7 Kilo 45 Silber und so weiter. Ihr seht es hier, 20, 17, 15, richtig gut Kohle in Gänze, kann man mal eben machen. Die gesamte Fangzeit, was war das jetzt? Maximal eine Stunde. Also in dieser Zeit kann man das natürlich gut machen. Richtig nice. Baltischer Stürmer nach langer Zeit wieder gefangen. Krass. 16, noch was. Ja, das einfach nur mal so als kleiner Sneak Peek. Wie gesagt, geangelt hier unten an der Stelle. Hier stand ich ziemlich genau. Immer in den meisten Fällen hier hingeworfen. Immer nach da geworfen, hier waren viele Zander durchgejiggt, hat sehr gut geklappt. Manchmal auch hier hingeworfen, also vom Boot aus dann hier hin. Aber ich fand diese Stelle hier eigentlich ganz gut. Hat letztens auch schon funktioniert, wo die Area insgesamt hier gut funktioniert hat. War diese Stelle hier auch sehr gut, wenn man da hingeworfen hat. Was man natürlich auch machen kann, vom Elver in die Richtung werfen, vom Elver auch in die Richtung werfen. Auch das in jedem Fall mal testen. Und dann natürlich, wie gesagt, ganz klassisch. Mit der Jig-Montage, heißt also auswerfen und dann kurbeln. Kleine Umdrehung, ihr kennt es. Immer wieder das Gleiche. Schön kurbeln. So, das nur mal so, ne? Gerade nach dem Stream nochmal eben eine kurze Info mit einem geilen Drill für euch. Wenn das Ganze gefallen hat, gern einen Daumen da lassen fürs Video, ein Abo da lassen für mich. Dankeschön dafür und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri,